Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Finale von Paper Mario. Wir stehen hier im finalen Kampf gegen König Bowser, der durch Kami Koopa nochmal richtig krass verstärkt wurde. Ist nochmal eine Ecke größer geworden und ich bin mal gespannt, wie wir heute gegen den bestehen werden. Wir machen erstmal unsere Standardsache mit Goombario, scannen den erstmal schön ab. Wir sind auch leicht geschwächt durch den Vorkampf. Wir hätten uns vielleicht nochmal heilen sollen. Hätte Fahrradkette, ne? Aber egal. Ich denke, wir kriegen das trotzdem irgendwie auf die Ketten. Bowser, der böse König. Ah, ich glaube, er ist größer geworden. Kein gutes Zeichen. 99 KP, Verteidigung 2. Okay, er beherrscht viele verschiedene Attacken. Von Feueratem bis zur Stampfattacke. Feuerattacke 10, Stampfklauenattacke 8. Okay, die sind auch stärker geworden. Ich bin mir sicher, dass er noch etwas anderes auf Lager hat. Kami Koopas mysteriöse Maschine hat irgendwie seine Kraft verstärkt. Das ist ziemlich unfair. Wenn er den Sternstab einsetzt, solltest du sofort mit dem Sternstrahl kontern. Oh, du wusstest das schon? Natürlich. Haben wir ja schon im letzten Kampf gemacht. Okay, 99 KP. Wir haben noch Ultrapilze en masse. Wir haben Lebenspilz, wir haben das Tarngel. Also ein bisschen Zeug haben wir noch dabei. Ja, wir werden auf jeden Fall irgendwie bestehen. Und ich würde sagen, wir machen erstmal den V-Schwächer. Let's go. So, erstmal schön 10 Schaden reingeballert. Und das war auch noch geblockt, ne? 7 Schaden. Das ist schon übel. Aber gut, wir können auch ordentlich heilen. Wir haben... Ja, wir haben gute Heil-Items. Okay, wie gehen wir vor? Fähigkeiten. Ich würde sagen, wir machen erstmal... Wir werden mit Sushi und Watt gegenseitig, da arbeiten, oder? In Sachen von Verteidigung erhöhen und Angriffskraft erhöhen. Ist das, glaube ich, ganz nett. So. Plus 1 Verteidigung. Und dann gehen wir wieder in den Sprungangriff über. Sehr gut. Es ist an der Zeit, meine Kraft durch die guten alten Sternstab zu erhöhen. Okay, wird er jetzt wieder unbesiegbar? Ja. Okay, jetzt muss ich gleich kontern. Ist ja Gott sei Dank kostenlos. Sternstrahl, let's go. Mir fehlt irgendwie noch so ein Item, womit ich BP und KP gleichermaßen gut erhöhen kann. Aber ja, die habe ich alle verbraucht, ne? Haha, du Idiot, diese schwache Attacke kann mir gar nichts anhaben. Oh shit, was? Oh, das ist gar nicht gut. Der Sternenschlag funktioniert nicht. Was sollen wir jetzt nur tun, Mario? Kami Koopa? Umschlagen? Oh nein, Mario! Was kann ich nur tun? Wenn das so weitergeht, wird Bowser ihn besiegen. Ach nein. Irgendjemand muss Mario helfen. Na du, Peach. Warum musst du eigentlich ständig meine Fress... deine Fressleiste offen haben? Die Fressleiste. Endlich die. Das war gut. Oh, Prinzessin Peach. Bist du in Ordnung? Ich befreie dich von diesen Fesseln. Zack, zack. Schwing. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Zack. Du unverschämtes kleines Sternkind, wie kannst du es wagen? Oh Gott, jetzt gibt's auch einen Fight mit Kami Koopa und Prinzessin Peach. Du kleine Eissporn, was auch immer das ist. Du bist viel zu klein, um gegen mich zu kämpfen. Ich habe keine Angst vor dir. Oh, sei vorsichtig, Twink. Okay, was? Rempler. Kami Koopa. Hat mich das etwa gekitzelt? War das etwa dein Angriff? Fokus. Fokus? Oh, Twink. Ich glaube an dich. Nimm dies und steigere deine Kraft. Kann ich das blocken? Oh Gott, was? Was ist das? Auerwürfel. 3 Schaden. Ich habe überhaupt keine Lebenskraft.
Jetzt habe ich schon einen Schaden gemacht. Au, du mieses Frettchen. Du kannst also doch ein wenig kämpfen. Und wir machen weiter Fokus. Die Angriffskraft wird stärker. Oh Gott. Jetzt kommt erstmal wieder Powerblock. Oder normaler Block ist das ja eigentlich, ne? Kann ich den blocken? Ja. Glaube ich. Oder ich habe Verteidigung auch erhöht. Ich werde bald ultra stark sein. Au, was geht hier vor? Täusche ich mich oder wird dieses Sternkind immer stärker? Ja. Man richtig Focus Power. Das wird gleich ein Sterntaler werden hier. Jetzt geben wir nur noch einen Schaden, ne? Jo. Bald sind wir unbesiegbar. Bam, drei Schaden. So, und jetzt sind wir richtig krank. Jetzt kriegen wir keinen Schaden mehr und werden so richtig big. Naja, gut, wenn das alles ist, was sie kann, dann ist das ja ein kurzer Kampf gewesen. Bam. Abgeprallt. Das kann nicht sein. Meine Angriffe sind unwirksam. Oh, oh nein. Jetzt erinnere ich mich wieder. Die Sterne beziehen ihre Kraft aus den Wünschen von ganz gewöhnlichen Leuten. Die Wünsche von Peach geben diesem Sternkind seine Kraft. Ins Gesicht, Junge. Jo. Oh Gott, die Pause. Ich hab versagt. Cool, wird jetzt schwächer? Zerlegt. Oh ja, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir Mario retten. Aber was kann ich tun? Ich weiß es, Prinzessin. Wünsch dir etwas. Genauso wie du es mit mir gemacht hast. Wünsch dir etwas, damit die hohen Sterne mehr Kraft erlangen. Denk an das Königreich, den Sternhafen, Mario. Schicke einen Wunsch an die Sterne, während du an alle diese Dinge denkst. Wenn dein Wunsch stark genug ist, wird er die Sterne erreichen und ihnen Kraft geben. Gut, Twink. Ich werde es versuchen. Ich werde Mario helfen. Was ist los, Mario? Kann es sein, dass dich die Kraft verlässt? Du solltest mehr trainieren. Werd ich jetzt auch groß? Nö. Ah doch, ich werde auch groß, oder? Oh, ich fühle, wie die Kraft in mir strömt. Ehrenvolle Sterne, ich werde alles tun, um euch zu helfen. Twink? Was für eine Überraschung. Ich fühle, wie uns die Wünsche der Prinzessin und das gesamte Königreich mit Kraft erfüllen. Vielleicht können wir nun gegen Bowsers Stärke ankommen. Jetzt, Mario, gib nicht auf. Wir stehen alle hinter dir. Empfange unsere Kraft und gib dein Bestes. Setz den Sternenstrahl ein. Ja, mega. Sternenstrahl wurde stärker. Er heißt jetzt Peachstrahl. Mario lernte Peachstrahl. Ja, was geht hier vor? Okay, ab in den Battle. Mario, stehst du noch immer? Gib einfach auf, du wirst mich niemals besiegen. Natürlich werde ich dich besiegen. Wir sind auch geheilt worden, oh, wie cool. Oh, wie schön. Ja, nice. Na dann, Peachstrahl. Let's go. Zeig mal, was du kannst hier. Mit Twink. Hat gewirkt. Was soll das? Die Kraft des Sternstabs ist erloschen. Ja, ich erhöhe meine Verteidigung wieder, oder? Ja. Wasserblock. Fertig. So, mal gucken, was er macht. Das habe ich nicht geblockt, leider.
Schade. Und wir gehen wieder mit den V-Schwächer rein. Und dann wieder What? Dann erhöhen wir meine Angriffskraft. Perfekt. Ja, das war gut. Gut geblockt. V-Schwächer, let's go. 6 Schaden, Junge. Jawohl. Und da noch einen schönen Elektro-Hieb hinterher, der ja sowieso auch die Verteidigung umgeht. Zack. Sehr schön. Okay, was kommt? Er schützt sich wieder. Ja, das wird doch eh nichts. Kann ich einfach außer Kraft setzen, Junge. Du machst es und ich mach's weg. Peachstrahl. Let's go. Ba, ba, ba. So, erstmal einen Schluck Kaffee. Gut, der Endkampf ist jetzt nicht so schwierig besetzt zumindest. Wer weiß, was noch kommt. Zack. Ja, dieser Kampf ist doch nicht vorüber. Oh, mein Hammer. Kannst du den Hammer nicht mehr einsetzen? Das ist nicht schlimm. Der Wasserblock zeigt keine Wirkung mehr. Das ist auch nicht schlimm. Alles nicht so schlimm. So, ich könnte den Wasserblock wieder drauf machen. Soll ich das machen? Ich glaube, ja. Einen Schaden weniger bekommen ist, glaube ich, schon ganz nett, oder? Wasserblock. Let's go. Perfekt. So, Wasserblock. Ah, shit. Und vergiftet wurde ich auch, oder? Ja. Oh Gott. Au, 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 au. Nicht gut. Okay. V-Schwächer, let's go. Jawohl, wir bashen ordentlich Schaden rein. Und hier machen wir wieder Ward und dann auch nochmal richtig schön rein. Dann hat er auch nicht mehr so viel Leben, der gute Bowser. Zack. Auf jeden Fall gut, dass ihr mir den Tipp gegeben habt mit dem V... Oh Gott, ah, das habe ich nicht kommen sehen. Mit dem V-Dingens-Pups. Die Verteidigung. Okay, ich habe meinen Hammer wieder. Aber ich glaube... Ne, einen Angriff halte ich noch aus, ne? Danach sollte ich aber wahrscheinlich meinen... meine Verteidigung erhöhen, obwohl ich auch Wiederbelebung habe. Okay, jetzt geht das los. Aber einen Angriff halte ich trotzdem aus, denke ich, oder? So, Peachstrahl. Ich meine, im Endeffekt, ich habe ja sowieso diesen Lebenspilz, ne, dass ich wiederbelebt werde. Muss mir eigentlich keine Sorgen machen. Wenn es hart auf hart kommt, werde ich wiederbelebt. So, jetzt greift er mich nochmal an. Weil er macht ja keinen F-Schaden. Und ich habe nur 5 bekommen, weil ich geblockt habe. Perfekt eigentlich. So, und jetzt kann ich ihn ja nochmal ordentlich reinbashen hier. Zack. Frage ist, war es das? Oder gibt es noch einen weiteren Fight? Wenn, dann war der Kampf auf jeden Fall nice. Also der war easy. Wenn du wirklich diese 2 Verteidigungsdinger ausgerüstet hast, easy. Auf jeden Fall danke für den Tipp, Leute. Oh nein! Mario hat mich besiegt. Schon wieder. Immer besiegt er mich. Diesmal war ich unbesiegbar. Und trotzdem hat er mich besiegt. Verdammt. Meine Stimme, ey. Ich kann Bowser nicht mehr sprechen. Es tut so weh. Da ist er, der Sternstab. Yo, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Der Sternenstab ist wieder in unserem Besitz, beziehungsweise im Besitz der hohen Sterne. Du hast den Sternstab zurückerobert.
Oh, Mario. Mario, ich wusste, dass du mich retten würdest. Danke, Mario. Kein Ding. Jetzt kommt dasselbe wie in Ganons Schloss einfach so. Was? Ich bin mal. Was ist hier los? Das war nicht Teil meines Plans. Oh oh. Jo, Gabi Cooper, was soll dieses Beben? Eure Hoheit, der Kampf mit Mario war so heftig, dass meine neue Maschine ein wenig Schaden erlitten hat. Tja, eigentlich ist sie völlig im Eimer und die gesamte Energie wird in eure Festung umgeleitet. Es tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber sowohl eure Festung als auch dieser Ort hier fliegen gleich in die Luft. Wir müssen fliehen, mein böser König, wir haben keine Wahl. War, bist du sicher? Das ist ein großes Problem. Lass uns verschwinden. Wie, Hast dir verdient. Ja, es erinnert gerade schon irgendwie so an Teufelsturm, ne? Jetzt müssen wir aus dem Schloss fliehen, so in mit Zeit. Mit Timer. Und dann unten kommt Triforce Giga Bowser. Ne, ich glaube, so wird es nicht sein. Die Sterne retten uns, oder? Wusste ich's doch. Auf die ist Verlass, auf die guten alten Sterne. Hier, bitte. Ein Stab. Oh Mario, ich danke dir. Du hast es geschafft. Du hast unseren wertvollen Sternstab zurückgebracht. Ich danke dir aus ganzem Herzen. Wir werden ihn dazu verwenden, den Frieden wieder in unsere Welt zu bringen. Jetzt können wir endlich wieder alle Wünsche erfüllen. Das alles ist nur dir zu verdanken. Wenn du in den nächtlichen Himmel blickst, soll das Glitzern der Sterne das Lob für deinen Mut sein. Sieh dir die strahlenden Funken. Was? Sieh die strahlenden Funken und sei dir unserer Dankbarkeit gewiss. Ja, du hast Bowser ordentlich gezeigt, Mario. Du hast es ihm richtig gegeben. Deine Kraft ist beeindruckend. Ich wusste, du würdest es schaffen. Mario, es sei dir versichert, dass wir deine Bemühungen sehr zu schätzen wissen. Es muss alles sehr schwierig gewesen sein. Wir werden es dir nie vergessen. Ich hoffe, Bowser hat eine Lehre aus dieser Niederlage gezogen. Vielleicht benimmt er sich jetzt endlich. Obwohl ich glaube, dass die Chancen dafür eher schlecht stehen. Zitze, aber was soll's. Worte können nicht beschreiben, wie dankbar wir dir dafür sind, was du für uns getan hast. Die Hoffnung ist nun sowohl in den Sternhafen als auch ins Königreich zurückgekehrt. Wir stehen in deiner Schuld, Mario. Und Twink, ich muss sagen, du hast dich mehr als nur bewährt. Du hast bewiesen, dass du ein wahrer, erwachsener Stern bist. Ja, hört auf. Nun, ich glaube, es ist an der Zeit, wieder in den Sternhafen zurückzukehren. All die anderen Sterne warten schon auf uns. Die Zeit ist gekommen, voneinander Abschied zu nehmen. Mögen die Sterne für alle Zeiten über dir strahlen. Auf Wiedersehen. Und die kleine Babysonne freut sich auch. Und auch Twink muss Abschied nehmen. Mario, auch ich möchte dir danken. Und Prinzessin Peach, es war mir eine Ehre, dir in der Zeit der Not beizustehen. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages wieder begegnen werden. Doch jetzt muss ich mich bemühen, ein guter Stern zu werden und die Wünsche der Leute zu erfüllen. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe, Twink. Du bist mir stets ein guter Freund gewesen. Prinzessin Peach, ich werde dich vermissen. Ach nichts, ich muss jetzt gehen. Vielen Dank, Mario. Ich werde dich nie vergessen, Prinzessin Peach.
Auf Wiedersehen! Nein, Twink! Happy End. Achso, wir landen jetzt wieder, oder? Oder lassen die uns jetzt hier oben einfach weiter fliegen und wir können jetzt, naja, für immer halt in der Luft rumschweben. Das wäre dann nicht so ein Happy End. Aber nein, wir kehren wieder zurück, ne, auf die Erde. Sieht schon danach aus. Ja, Leute, und damit geht ein weiteres wunderschönes Projekt zu Ende. Paper Mario. Es hat wirklich super viel Spaß gemacht, ey. Muss ich schon sagen. Geiles Projekt. Ich werde auf jeden Fall irgendwann das andere auch noch zocken. Oh, so war das also. So hast du also den Sternstab von Bowser zurückerobert. Sieht so aus, als hättest du wieder einmal Geschichte geschrieben, Bruder. Der Palast steht wieder an seinem alten Platz und alle sind wohlbehalten wieder nach Hause zurückgekehrt. Und du hast es zu guter Letzt wieder geschafft, so wie du es immer tust. Du bist zwar schon seit ein paar Tagen wieder zurück, aber ich wette, du fühlst dich, als ob du noch immer auf einem Abenteuertrip wärst. Ja. Ach übrigens, deine Freunde, die mit dir gereist sind, ich frage mich, was sie jetzt wohl machen. Jetzt kommen die Credits, ja? Die spielen Fang. Okay, sind keine Credits. Komm, Mario! Da kommt der Postbote. Hey, Paracarry, was gibt's? Ich dachte, du würdest wieder Briefe zustellen. Hahaha, das mache ich auch. Dies ist kein Höflichkeitsbesuch. Ich wäre doch nicht gekommen, wenn ich keinen Brief hätte. Ich bin hier, um dir einen Brief zu überbringen. Er ist von Prinzessin Peach. Wie, von Prinzessin Peach? Wow! Was sie mir wohl schreibt? Lies ihn und finde es heraus. Ich muss noch mehr Briefe zustellen. Stimmt, eine Einladung zum Feste. Danke, Paracarry. Bis dann. Arbeite fleißig, Kumpel. Und pass auf dich auf. Hey, Gumbario. Was hast du vor was hat sie geschrieben? Lass mal sehen. What's up, Gumbaria? Huch. Das ist die Einladung zu einem Empfang im Palast. Hier steht, die Prinzessin gibt einen Empfang. Und ich bin dazu eingeladen. Wow, wow, wow. Ich glaube, alle freuen sich. Ich habe auch einen Brief für dich. Wie creepy. Aber ich werde kommen. Guck mal, ich habe auch einen Brief für dich. Kleine Babysonne. Ach ja, nimm die Yoshis auch mit, bitte. Ja, eine Einladung zum Schloss, endlich nicht mehr babysitten. Wie cool. Nimm deine Freundin doch auch mit, bitte. Die ist auch herzlich eingeladen. Oh, eine Nase, Leute. Die Heuschnupfenzeit geht wieder los und meine Nase, die ist verstopft. Ihr merkt vielleicht ein bisschen, dass ich nasal rede. Aber naja. Also dann, Gentlemen, es ist an der Zeit, die frostigen Höhen zum Kristallpalast zu erklimmen. Koopa, alter Junge, du übernimmst die Führung. Deine Erfahrung ist von höchster Wichtigkeit für den Erfolg unserer Expedition. Ja, überlass das doch mir, ich kenne den Ort wie meine eigenen Panzer. Koopa! Ich habe auch einen Brief für dich. Huch, Paracarry, was führt dich hierher? Ah, endlich geschafft. Ich habe einen Brief für dich von Prinzessin Peach. Aber du musst ja auch einen bekommen haben, oder? Oh, wow, das ist eine Einladung zu einem großen Empfang im Pilzpalast. Sie kommt von der Prinzessin persönlich, da ist sogar ihre Unterschrift und ein Siegel und alles. Oh, cool. Auf jeden Fall darf ich das nicht verpassen. Auf jeden Fall, was? Auf keinen Fall, ach, auf keinen Fall darf ich das verpassen. Aber ich kann dieser Expedition nicht einfach den Rücken zukehren. Nachdem ich Prof. Colorado, Prof., mein Versprechen gegeben habe, ich sollte hier bleiben und... Oh, du Dopperzholzbirne, sei nicht blöd, Junge. Solch eine Einladung abzulehnen wäre schrecklich unhöflich. Das ist eine einzigartige Gelegenheit. Du gehst sofort zu diesem Empfang. Verschwende keinen weiteren Gedanken an mich.
Empfang wäre ruiniert, wenn der Held von Cooperheim, nein, der Held des gesamten Königreichs nicht anwesend wäre. Wie, ich wusste, Sie würden das sagen, Professor Colorado. Sie sind so großzügig. Ich werde gehen. Ich hoffe, Ihr Leute kommt auch ohne mich zurecht. Ich gehe auf den Empfang. Ja. Oh, Colorado, für Sie habe ich auch eine Nachricht. Wage es nicht, nach Hause zu kommen, du streunender Hanswurst. Du nichtsnutziger Ehemann, du Hanswurst. Das war eine Nachricht von Ihrer Frau. Colorado, Sie sind schon wieder auf Expedition gegangen, ohne Ihrer Frau Bescheid zu sagen. Habe ich recht? Junge, war die wütend. Ah, oh meine Güte. Paracarry, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Das ist eine Krisensituation, alter Junge. Ich muss so schnell wie möglich nach Hause zurück. Und die stehen jetzt alleine dumm da. Ah ja, toll. Dann gehen wir wohl Kaffee trinken. Naja. Ja, wir haben auch Post. Was? Hast du das da draußen etwa auch gehört? Was? Hast du das draußen auch etwa etwas gehört? Ich nicht. Was? Hey, ergibt dieser Satz Sinn? Ich seh mal nach. Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Wir haben einen Brief bekommen. Hey Bruder, rate mal. Paracarry war gerade hier und hat eine Einladung zum Empfang von Prinzessin Peach gebracht. Er sagte, es sei auch eine er sei auch eingeladen worden und würde uns treffen, wenn wir im Palast eingetroffen sind. Und jetzt sollten wir auch los. Und dann sind wir wieder am Anfang. Back to the roots. So, doch, ich muss jetzt mal kurz Nase putzen. Okay. Hör zu, Mario, ich laufe voraus. Es gibt da noch etwas Wichtiges, das ich tun muss. Um was es geht? Ja, tut mir leid, Bruder. Das ist streng geheim. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier nochmal durchlatschen und uns richtig schön liebkosen lassen. Ich liebe es, wenn Todd Town voller fröhlicher Leute ist. Ich werde mich mit so vielen Leuten wie möglich unterhalten. Alle mal hören, ich habe großartige Neuigkeiten. Mario, der den bösen Bowser besiegt hat, ist soeben eingetroffen. Hurra! Ein Hoch auf Mario! Das nehmen wir doch gerne entgegen, oder? Den Empfang. Hallo. Aber jetzt zurück an die Arbeit. Zwar bin ich nicht ganz so froh darüber, wieder schuften zu müssen, dennoch ist es irgendwie eine Erleichterung. Letztendlich ist es vermutlich am besten, eine gewisse Routine zu haben, zumindest für mich. Hallo. Oh, hallo Mario. Ich war nicht zuvor bei... Was? Ich war noch nie zuvor bei einem Empfang im Palast. Ich bin schon ganz kribbelig und vor Aufregung. Es ist so... Oh Himmel, ich bin so nervös. Sehe ich auch gut genug aus? Natürlich. Quizzo, hast du noch ein Quiz für mich? Quiz, ich bin's an einer Kuppel, Winquismo. Wie wäre es mit einem kleinen Quiz? Ach, war nur ein Witz. Genießen wir einfach den Empfang. Wer ist sie? Oh, Herzi. Keine Ahnung. Du. Ba. Hallo. Sei gegrüßt, alter Junge. Bist du auch wegen der Festlichkeiten gekommen? Ich kann von mir nicht gerade behaupten, dass ich deswegen irgendwie aufgeregt wäre. Mein Herz sehnt sich danach, zum Kristallpalast zu gehen. So viele Mysterien warten noch auf mich und meinen brillanten Verstand. Oh, was für ein Schmerz. Du verstehst meine Sehnsucht, nicht wahr, alter Junge? Ich schwöre es. Colorado, du treibst mich in den Wahnsinn. Ständig reißt es dich von einer Ecke der Welt in die andere, anstatt endlich sesshaft zu werden. Mario, kannst du glauben, dass ich Paracarry losschicken musste, um ihn zu holen? Ich bin am Ende meiner Weisheit. Bitte versuch du ihm etwas Verstand beizubringen. Geht nicht. Hoffnungslos. Da. No, der dicke Yoshi. Der Häuptling. Wow, hier ist alles so neu für mich. Ich wünschte, die anderen Jungs hätten auch mitkommen können. Warum sind sie es nicht? Hey, Captain.
Oh, es ist Mario. Ich möchte dir nochmals dafür danken, dass du unser Dorf gerettet hast. Oder was du dafür getan hast. Du fragst, wie ich hierher gekommen bin? Ich habe mich mit einem Wal angefreundet. Er hat mich hierher gebracht. Nächstes Mal möchte ich die ganze Siedlung mitnehmen. Ja, das könnte ein bisschen dauern, hä? Mario, willkommen im Palast. Prinzessin Peach muss jeden Moment hier sein. Meine Damen und Herren, Prinzessin Peach. Seid mir alle gegrüßt. Ich bin so froh darüber, an diesem besonderen Tag so viele Gäste begrüßen zu dürfen. Der Sternstab, den Bowser gestohlen hat, befindet sich nun wieder sicher im Sternhafen. In unserem wunderschönen Königreich herrscht nun wieder Frieden. Die Sterne über uns leuchten noch schöner und heller denn je zuvor. Es scheint, als wollten sie uns so ihre Dankbarkeit zeigen. Mario, Gumbario, Koopa, Bobette, Paracarry, Boo, Watt, Sushi, Lucky Lester und alle meine Untertanen im gesamten Königreich. Nur dank eurer Bemühungen herrscht wieder Frieden. Mein Dank sei euch gewiss. Ohne euch wäre dieser Tag niemals gekommen. Ich hoffe, das Königreich wird nun für lange Zeit den Frieden genießen können. Vielleicht sogar für immer. Das ist mein Herzenswunsch. Und nun, lasst uns feiern! Genießt das Fest! Und jetzt kommt Hard Rock. Nein, jetzt kommen die Credits, oder? Nee, auch nicht. Was haben sie denn mit ihm gemacht? Er führt die Parade an. Er ist der Paradenführer. Super Luigi. Machst du toll. Paper Mario. Und da sind die Credits. Ja Leute, was soll ich sagen? Wunderschönes Projekt. Auf jeden Fall vielen Dank für die Empfehlung. Wir werden mit Sicherheit noch einige andere Paper Mario Spiele irgendwann spielen. Aber die Andeutung liegt wirklich auf irgendwann, denn ich möchte auf jeden Fall in nächster Zeit erstmal wieder ein paar mehr Zelda-Projekte starten. Da ich in der Hinsicht wirklich erstmal ein bisschen meinen Kanal boosten möchte und die Zelda-Projekte leider doch etwas besser ankommen. Was nicht heißt, dass dieses Projekt nicht wunderbar ist, wunderschön ist und mir sehr viel Spaß gemacht hat. Aber ich trotzdem hoffe, dass ich dann irgendwann, wenn mein Kanal groß genug ist, ich irgendwie mal ein paar... Ja, dass ich nur noch diese Projekte machen kann und so viele Projekte machen kann, wie ihr möchtet und wir hier richtig viele verschiedene Projekte am Start haben können. Das wäre so eigentlich mein Wunsch, dass das so gut läuft, dass wir hier dann nur noch Zeit damit verbringen können, hier ein Projekt nach dem nächsten durchzunehmen. Das wäre wirklich schon genial. Im Moment ist es leider noch nicht so und deswegen muss ich mich ein bisschen auf die Projekte konzentrieren, die am besten laufen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Aber ich bin nun mal auch der Zelda-Junge und nicht der Mario-Junge. Was nicht heißt, dass wir auch irgendwann wieder Paper Mario-Projekte und andere coole Projekte wie Luigi's Mansion vielleicht spielen werden. Aber da erstmal ein bisschen, ein bisschen weniger von kommen wird. Auf jeden Fall in nächster Zeit. Ja. So viel dazu. Aber ansonsten war das ein wirklich erstes Sahne-Projekt. Ich werde auf jeden Fall weitere Spiele spielen irgendwann. Da seid euch gewiss. Und was soll ich sagen? Die Aufmachung war einfach mega. Auch heute im Jahr 2024 kann man dieses Projekt noch spielen. Das Projekt hier ist, weiß ich wie alt? 20 Jahre? Nee, 23 Jahre ist das Projekt alt. Oder 24 fast. Und es lässt sich einfach immer noch super geil spielen. Es macht mega Spaß. Die Mechaniken sind mega nice. Also, davon können sich einige Spiele was abschneiden hier. Und, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Tolles Spiel, tolle Aufmachung, tolle Story.
super spaßig, man hat oft was zu lachen und selbst auch für Leute, die erwachsen sind und ist das ein tolles Abenteuer. Macht mega Spaß, Leute. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Tolles Spiel. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn wir irgendwann die weiteren zocken werden, wie die so sind. Die neueren habe ich schon mal angespielt gehabt und den mit dem Äonentor, das kenne ich zum Beispiel noch nicht, wo jetzt auch quasi das Remake rauskommt. Ja, das werden wir irgendwann alles mal machen. Aber wie gesagt, wir konzentrieren uns jetzt erstmal ein bisschen mehr auf die Zelda-Stories. In der Hoffnung, dass ich dann halt irgendwann so groß bin, dass wir uns da ja komplett drauf konzentrieren können, alle Projekte zu machen, die wir wollen. Aktuell ist es, wie gesagt, halt leider nicht so. Naja. Leute, das war's auf jeden Fall von mir. Ich bedanke mich, dass ihr mich auch so gut durch dieses Projekt begleitet habt, durch die ganze Hilfe, durch die Unterstützung und auch so mitgefiebert habt. Wenn ihr weiterhin Bock habt auf meinen Kanal und ihr noch nicht abonniert habt, dann macht es noch bitte, damit ihr kein Projekt mehr verpasst. Daumen hoch und schöne Kommentare schreiben. Und wir starten dann demnächst, beziehungsweise sogar morgen, mit übermorgen mit dem neuen Projekt, dem Minish Cap Randomizer. Wird auch ein tolles Projekt werden, da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, wir sehen uns dann in einem neuen Projekt wieder zu Minish Cap. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder zahlreich mit am Start. Ja, so viel dazu. Und ich lasse euch jetzt noch die Credits zu Ende gucken. Ich verabschiede mich. Der Zelda-Junge ist raus. Und wir sehen uns dann später in einem neuen Projekt wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.